Bodybuilding-Freunde, zum Schluss noch einmal meines letzten Tables über Ernährung. Noch einmal praktische Ernährungstipps. Und praktische Ernährungstipps dahingehend, dass sie selber für mich sehr positiv bewertet wurden und vielleicht könnte die ein oder anderen Tipps mit übernehmen. Achtet doch einfach mal prinzipiell nur auf eure positive Energiebilanz. Wie ihr das Ganze veranstalten könnt, schaut einfach nur nochmal zurück in meinen YouTube-Channel. Dort habe ich ein eigenes Video über die Kalorienbilanz gemacht. Also für Masseaufbau positive Energiebilanz, für Fettabbau ein Kaloriendefizit. Und das könnt ihr einfach erreichen, indem ihr vorkocht. Denn Vorkochen ist kein Hexenwerk. Es ist einfach nur ein Zeitmanagement. Wie ich schon persönlich mal angeregt habe, kann man das Vorkochen einfach in bestimmte Tupperwaren abfüllen und es hat sich praktisch bewiesen, dass man sich einfach einen Reiskocher kauft. Also Geflügel, Rinderhack, einfach wochenweise kaufen, zubereiten, einfrieren und morgens dann dementsprechend in die Mikrowelle. Wie das über den Reiskocher aussieht, dort kann man natürlich per Zeitschaltuhr einfach das Ganze einstellen und fertig ist eure Mahlzeit. Genauso wie Süßkartoffeln können natürlich auch in die Mikrowelle gepackt werden, ist auch immer ganz schnell gemacht. Alle Mahlzeiten optimalerweise am Abend für den nächsten Tag vorbereiten. Zweiter praktischer Tipp: Proteins für unterwegs. Füllt euch doch einfach mal ein Proteinshake soweit ab und das kann natürlich als Mahlzeitenersatz dienen oder auch als Zwischenmahlzeit. Ich persönlich nutze natürlich das Ganze, wenn ich natürlich viel unterwegs bin, kann ich mir immer einen Shaker schnell zubereiten, kann dort ein bisschen Wasser nachgeben und schon bin ich soweit versorgt. Wichtige Proteinquellen hier noch einmal, das sind Magerquark, Harzer Käse hat auch sehr, sehr viel Protein, Putenbrust, Bohnen, Rinderfilet, Hüttenkäse, Ei, Soja. Also sowohl tierische als auch pflanzliche Proteine sind hier sehr, sehr hilfreich. Dritter Punkt, nicht zu vergessen, trinkt natürlich ausreichend Flüssigkeit. Unser Körper nämlich besteht zu 65% aus Wasser und schon die kleinsten Mangelerscheinungen führen natürlich zu unterschiedlichen Folgen. Das zeigt sich sowohl beim Training, wenn man nicht genügend und ausreichend trinkt, sollte man immer 1 bis 1,5 Flüssigkeiten mit dabei haben und das Ganze gegebenenfalls mit Mineralien untermixen. Wie sieht's aus mit Nahrungsfette? Nahrungsfette machen nicht fett. Also Ernährungstipp hier, Omega-3, Omega-Fettsäuren, also die ganzen ungesättigten Fettsäuren bevorzugt verwenden. Off-Season, Diät von habe ich jetzt genug angesprochen. Auch gesättigte Fettsäuren sind nicht schlecht, wenn man sie in Maßen einhält. Also, regelmäßige Nahrungsaufnahme optimiert das Ganze auch über den Tag verteilt und es hat sich bewiesen, 3 bis 4 Stunden um diesen antikatabolischen Effekt, den es nicht in Wirklichkeit gibt, aber man redet immer von einem anabolen und einem antikatabolen Effekt. Mahlzeitenfrequenz, ungefähr 4 bis 5 Mahlzeiten klein verteilt, wirklich teilt euch das einfach ein, klein soweit portionieren und dann über den Tag verteilt zu sich nehmen. Also Frühstück, wenn immer die Frage kommt, soll ich Frühstück weglassen oder nicht, auch wirklich ein prinzipieller Ernährungstipp hierbei, Frühstück ist wichtig, denn Studien haben ergeben, wenn ihr eure Frühstück oder eure erste Mahlzeit nicht soweit einhaltet, werdet ihr über den ganzen Tag verteilt, werdet ihr möglichst mehr Kalorien zu euch nehmen. Also immer eine regelmäßige Ernährung fängt schon mit der ersten Frühstücksmahlzeit ein. Und wichtig hierbei, wie soll ich das Ganze veranstalten, möglichst viele Kohlenhydrate, Fett reduziert und Eiweiß erhöht natürlich das Ganze. Was kann ich dort aus meiner persönlichen Erfahrung empfehlen? Immer wieder Haferflocken mit Früchte, Quark dort ein bisschen rein oder dementsprechend, ihr macht euch einen sogenannten Haferkuchen, in dem ihr euch einfach ein bisschen Proteinpulver abfüllt, das Ganze mit Ei verrührt, in die Pfanne gibt und dort 2 oder 3 Mal auf jeder Seite anbraten. Ergibt einen sehr, sehr schönen Kuchen, der natürlich ein bisschen trockener ist, aber wenn ihr ein bisschen unterwegs seid, könnt ihr den zwischendurch natürlich noch essen. Die richtigen Nährstoffe nach dem Training. Gerade sehr, sehr wichtig. Euer Post-Workout-Shake. Mick hat es in dem Video gezeigt, es gibt diesen Anabolen oder dieses Anabole-Fenster gar nicht.
Das stimmt prinzipiell, aber ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, praktikabel hat es sich auf jeden Fall erwiesen, euren Shake mit Maltodextrin und ein bisschen Proteinpulver mitzunehmen und dann sofort im Anschluss zu trinken. Muskelfeind Nummer 1 natürlich, der Alkohol. Denn Alkohol ist prinzipiell Gift für uns. Auch hier der praktische Ernährungstipp. Alkohol wirklich in Maßen konsumieren, nicht in Massen. Denn ihr werdet spätestens am nächsten Tag merken, dass das auf jeden Fall nicht optimal gelaufen ist. Eure Leber hat sehr, sehr viel zu arbeiten. Und Alkohol sind immer Energiemengen, die natürlich der Körper wieder abbauen muss. Ja? Und deswegen kommt natürlich auch durch den erhöhten Energiebedarf, wo der Körper das Alkohol wieder abbauen muss, sehr, sehr gut dieser Katerzustand. Praktische Ernährungstipps hier noch einmal zusammengefasst in 8 Punkte. Eliminiere sowohl überschüssige Fette, nimm Salze, Zucker mit sofortiger Wirkung zu dir. Nimm dir Zeit morgens zu frühstücken und verzichte nicht auf diese Frühstücksmahlzeit, denn sie ist essentiell sehr, sehr wichtig. Ess ungefähr 3 bis 5 Mahlzeiten pro Tag, isst alle 3 bis 4 Stunden. Meide einfache Kohlenhydrate, aber jetzt hier einfache Kohlenhydrate nach dem Training sofort zuführen, sonst über den Tag verteilt möglichst komplexe Kohlenhydrate nehmen. Und passe einfach am Abend auf, denn am Abend möglichst eiweißbündig muss sich ernähren. Nimm dir ausreichend Zeit, um zu essen und nimm Nahrungsfette zu dir. Essentielle und ungesättigte Fettsäuren, gerade in der Diätform und auch in der Off-Season, kannst du in Maßen natürlich ausreichende Fette noch über andere Mahlzeiten zu dir nehmen. Und der allerletzte Punkt noch, trinke viel Wasser und meide natürlich Alkohol. Wenn euch dieses Tape gefallen hat, abonniert mich einfach und bis demnächst. Ciao!